zusammen. Ich habe ja seit geraumer Zeit, habt ihr, glaube ich, auch im Video schon mal gehört, die Vermutung, dass irgendwas mit meinem Turbosystem nicht stimmt, weil ich ja nur 10 PSI auf der Boost Gauge bekomme, auch nachdem ich den Schlauch erneuert habe, der vermutlich undicht war. Um das Ganze zu überprüfen, habe ich mir jetzt einen Boost Leak Tester gedruckt, 3D-Druck, also einfach eine, ja, mehr oder weniger ein Teller mit einem entsprechenden Loch fürs Gewinde. Das zeige ich euch gleich separat nochmal. Damit gebe ich mit dem Kompressor auf das System ab Turbo 22 PSI und gucke, wo es ablässt. Das ist der Plan und das gucken wir uns jetzt mal an. So sieht das vorbereitet aus. Das Schwarze vorne ist mein Adapter mit dem 7.2 Nippel drauf, passt perfekt. Daten kann ich euch gerne bereitstellen. Ja, und dann habe ich mir das Ganze jetzt damit schon mal angeschaut. Deswegen mal für euch hier hinten habe ich einen Boost Leak und hier unten auch. Jetzt habe ich mir einen neuen Boot bestellt und andere Klemmen und werde mir das Ganze mit denen jetzt noch mal anschauen. So, Schlauch ist dran. Die oberen beiden habe ich jetzt abgedichtet. Ich habe mir eigentlich auch so einen schönen blauen Schlauch bestellt, aber der ist kürzer und der reicht bei mir nicht. Mit den beiden ist es jetzt okay. Jetzt habe ich hier unten, wo ihr die Ratsche schon hängen seht, noch einen Leak. Den versuche ich jetzt mal fester zu ziehen und dann gucke ich mal, ob es damit gut ist. So, schauen wir mal, wie die Karre startet. Naja, was willst du mehr? So, die Videoqualität lässt zu wünschen übrig. Lässt zu wünschen übrig. Lässt zu wünschen übrig. So, verfimmelt noch mal. Yes, ich gebe euch Feedback. Heute Morgen die Probefahrt, sprich Fahrt zur Arbeit, war einwandfrei, kann man sich nicht beschweren. Boost ist jetzt wieder da. Ich habe ja alle Schellen nachgezogen. Sowohl die oberen wie auch die unteren, das ist jetzt alles wieder bombenfest. Ich kriege jetzt ca. 18 PSI Boost hin beim Beschleunigen, was auch exakt dem entspricht, was der Stock Turbo ohne Anpassung bringen soll. Und ja, werde mir jetzt noch einen Boost Elbow bestellen, um diesen ja, den Boost ein kleines bisschen zu erhöhen, so auf 20, 21 vielleicht. Das ist das Maximale, was ich jetzt erstmal machen werde. Und ja, funktioniert einwandfrei. Der Truck fährt auch wieder ganz anders, ist richtig gut. Also geht richtig ab. So war es am Anfang auch. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl eigentlich, es ist alles okay. Aber als ich mir dann mal Gedanken drüber gemacht habe, habe ich gemerkt, es ist doch nicht alles okay. So, die EGTs, also hier die guten, die Temperatur, die Abgastemperatur steigt auch nicht mehr auf 1100, also auf die 11 hoch beim normalen Fahren, sondern bleibt ungefähr bei 600. Das ist top. Und hier oben, wie gesagt, sehen wir jetzt knapp an der 20 PSI. Das ist geil. Das sind übrigens Glow Shift Gauges. Glow Shit Gauges werden die in den USA auch gern genannt, weil sie wohl relativ crappy sein sollen. Ich habe die jetzt noch nicht so lange und bisher habe ich keine Probleme mit. Die bieten wunderschöne verschiedene Farbmodi, inklusive tollen Farbwechseln, also auch das lässt sich damit bewerkstelligen. Ich glaube, die haben 7 Farben oder so irgendwas und irgendwann fangen sie dann an und flären so wunderschön durch die verschiedenen Farben irgendwie durch. Brauchen wir alles nicht. Wir machen das grün, so wie die Stock Colors, die wir hier haben. Passt doch toll zusammen, oder?